Im Herzen Roms, direkt am Tiber, liegt das älteste Krankenhaus Europas. Das Ospedale di Santo Spirito. Zu Deutsch, das Krankenhaus des Heiligen Geistes. Ein Ort mit langer Geschichte und vielen Geheimnissen. Ursprünglich war das Haus eine Unterkunft für englische Pilger. Gegründet vom Sachsenkönig Ine im Jahr 727. Im 12. Jahrhundert lässt Papst Innozenz III. Das Gebäude zu einem Krankenhaus ausbauen. Der Heilige Vater hat angeblich geträumt von Müttern, die zu arm sind, um ihre Säuglinge zu versorgen und sie deshalb in den Tiber werfen. Fischer finden die toten Babys und bitten ihn um Hilfe. Die Geschichte der Päpste ist voller inspirierender Träume. Wenn man sein ganzes Leben vor der Madonnenstatue betet, ist es nicht verwunderlich, dass einem der Heilige Geist auch im Traum erscheint und sagt, man solle sich einfallen lassen, wie man armen Frauen und Neugeborenen helfen könne. Und so lässt Innozenz 1198 auf der Rückseite des Krankenhauses die erste Babyklappe Europas einbauen. Man kann sie noch heute besichtigen. Die Mütter legen den Säugling anonym auf einen hölzernen Drehteller. Ein Schwung transportiert ihn in die Obhut des Hospitals. Für die Kirche sind die Babys ein echter Segen. Die Kirche hatte damals ein Nachwuchsproblem. Sie war auf Findelkinder angewiesen. Sie wurden von klein auf in Seminaren geschult. Den Kindern fehlte es an Familie und Mitteln. Daher fiel es ihnen leicht, eine kirchliche Laufbahn einzuschlagen. Im Laufe der Jahre erhält das Krankenhaus zusätzliche Einrichtungen. Zum Beispiel die Bibliotheca Lancisiana, die persönliche Bibliothek des Krankenhausleiters. Hinter einem der Bücherregale verbirgt sich ein geheimer Durchgang zu einem kleinen Fenster. Es gibt den Blick direkt auf die damaligen Krankensäle frei. 120 Meter lang und 12 Meter breit. Ein Mehrbettzimmer in XXL. Aus diesem Fenster blickte der Krankenhausdirektor auf die Krankenbetten und konnte kontrollieren, wie die Ärzte und Krankenschwestern die Kranken behandelten. Fresken zeigen die Vergrößerung des Krankenhauses im 15. Jahrhundert. Auftraggeber: Papst Sixtus IV. Sixtus IV. Wollte seine Größe zeigen und sich auch an die Regeln des Krankenhauses halten. Das bedeutet, dass Kranke oder Pilger wie Prinzen behandelt werden sollten. Deshalb musste auch der Ort diesem Anspruch entsprechen und eine Art Paradies für alle sein. Die Grundidee dieses Krankenhauses, möglichst viele der Kranken sollen einen Blick auf den Altar haben. Die Patienten werden im Laufe der Jahre immer zahlreicher. Die Kirche hat sich um Kranke gekümmert. Das entspricht einerseits ihren Geboten, du sollst Kranke pflegen, der barmherzige Samariter. Und andererseits hat es einfach niemand anderes getan. Seit dem Mittelalter verbreiten sich mit steigender Bevölkerung auch Krankheiten. Fehlende Hygiene und Ungeziefer führen zu Epidemien wie der Pest. Dieses Krankenhaus konnte 300 Patienten stationär und sogar bis zu 1000 ambulant behandeln. Bei den großen Epidemien konnte man in akuten Momenten Patienten in mobilen Betten, einer Art Schubkarre, unterbringen und so vielen helfen. Es dauert lange, bis Wissenschaftler herausfinden, warum sich die Pest wie ein Lauffeuer ausbreitet. Seit dem 14. Jahrhundert wütet der Schwarze Tod regelmäßig in Europa. Millionen Menschen sterben. Die medizinischen Eingriffe bestanden grundsätzlich aus Aderlass und Einläufen. In Verbindung mit diesen beiden Therapien wurde eine Vielzahl anderer Medikamente angewandt. Wir sprechen von einer hausgemachten Medizin, auch einer traditionellen Medizin. Sie wurde von Ort zu Ort und von Familie zu Familie weitergegeben. Es wurden überwiegend Kräuter, Mineralienextrakte und tierische Extrakte verwendet. Die Bandbreite war unglaublich vielfältig.
Seit dem 15. Jahrhundert, während der Renaissance, wird das Interesse an der Anatomie des menschlichen Körpers immer größer. Mediziner beginnen an Leichen zu forschen. Die Kirche stand der Wissenschaft immer auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Das ist so ein Balanceakt, der sehr faszinierend ist zu beobachten. Und das trifft vor allem auch für das Fach der Anatomie zu. Leute wie Leonardo oder wie Michelangelo oder andere konnten nicht offiziell als Anatomen auftreten, sich Leichen besorgen und das in anatomischen Anstalten sezieren. Das war von der Kirche nicht vorgesehen. Gelehrte wie das Universalgenie Leonardo da Vinci müssen oft heimlich forschen. Leonardo seziert selbst über 30 hingerichtete Männer und Frauen. Als ihn einer seiner Mitarbeiter bei der Kirche anschwärzt, kommt es zum Eklat. Ihm werden Leichenfledderei und Pietätlosigkeit vorgeworfen. Leonardo war bekannt dafür, eine hohe Meinung von sich zu haben. Der Gedanke, dass ein niemand dem Papst verraten habe, er solle heimlich Sezierungen vornehmen, machte ihn wütend. So kehrt er Rom den Rücken und zieht nach Frankreich. Ihm wird Ketzerei vorgeworfen. Es werden Gerüchte gegen ihn in Umlauf gebracht, um ihn aus dem Krankenhaus zu vertreiben. Es gab Neid, denn eine Leiche zu haben bedeutete einen enormen Reichtum. Dann war Ellenbogenkampf angesagt. Das Krankenhaus beherbergt auch ein medizinisches Museum, in dem anatomische Präparate aufbewahrt sind. Sie dienten Ärzten und Medizinstudenten damals als Unterrichtsmaterial. Die Wissenschaft machte große Fortschritte. Um 100 bis 200 Menschen gleichzeitig unterrichten zu können, waren Modelle nötig, die von allen gesehen werden konnten. Eine Zeichnung dagegen konnten sich nur wenige gleichzeitig ansehen. So ersetzte das Modell die Leiche. All dies half dabei zu erkennen, wie die inneren Organe aussahen. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts verwenden die Wissenschaftler keine echten Körperteile mehr, sondern bauen sie nach, aus gefärbtem Wachs. So entstanden große Schulen, die Chirurgen und Ärzte darin ausbildeten, wie sie durch die Kenntnis der Anatomie eingreifen sollten. Das waren großartige Chirurgieschulen. Das Krankenhaus des Heiligen Geistes. Nur ein geheimnisvoller Ort Roms. Die ewige Stadt. 2500 Jahre Weltgeschichte auf einem Fleck. Fast an jeder Straßenecke gibt es etwas zu entdecken. Das begeistert Millionen von Touristen. Sie bevölkern heute die Straßen und Plätze der Metropole. Jeder Reisende ist immer begierig darauf, ein Rom zu entdecken, das noch nicht auf dem Plan der Touristen steht, das noch nicht auf den ausgetretenen Pfaden liegt, das vor ihm noch niemand gesehen hat. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber Rom ist eine Stadt, die so vielschichtig und so reich ist, dass man eigentlich manchmal nur um die Ecke gucken muss, um ein Rom zu sehen, von dessen Existenz man bisher noch gar nichts gewusst hat. Im Herzen Roms erhebt sich der Kapitolinische Hügel. Hier lag die erste Siedlung und später das Machtzentrum des antiken Roms. Ausgerechnet hier beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts eine fremde Großmacht, sich ein Stück dieses Symbolortes unter den Nagel zu reißen. Hinter uns liegt das Kapitol Michelangelos, das Kapitol von Marc Aurel, das jeder kennt. Jetzt betreten wir das unbekannte Kapitol, the dark side of the Capitol, das Kapitol der Preußen. Deren Machtzentrum ist in Berlin. Im 18. Jahrhundert gilt Preußen als europäische Großmacht. Seit 1797 regiert König Friedrich Wilhelm III. Er und seine Königin Luise herrschen über ein durch und durch protestantisches Land. Preußen unterhält in Rom eine Botschaft beim Vatikan. Der Papst herrscht ab 1815 wieder über Rom. Im ehemaligen Marcellus-Theater residiert einer von Preußens Diplomaten, Christian Karl von Bunsen.
Der junge Bunsen dient ihm als Gesandtschaftssekretär. Und abends, nach getaner Arbeit, ist er manchmal mit seiner Frau spazieren gegangen und das Kapitol liegt ja gleich um die Ecke, stieg aufs Kapitol hoch und genoss von da oben die schöne Aussicht und fand diesen Palazzo Caffarelli und dachte sich, das wäre doch was, da oben zu wohnen. So eine Aussicht von wie von hier hat man eigentlich von keinem anderen Punkt in Rom. Beste Lage. Deswegen mietet sich von Bunsen dort eine Wohnung. Als er kurz darauf selbst zum Botschafter beim Vatikan wird, trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Er funktioniert seine Unterkunft zum Amtssitz um und lässt auch eine kleine Kapelle für die preußischen Protestanten einrichten. Für den Papst eine Provokation. Der Papst wurde sehr wütend. Er entließ den adeligen Caffarelli aus seiner Garde und er verweigerte ihm sogar den vollen Anspruch auf eine Rente. Das Kapitol war nun einmal ein Symbolort. Und gerade weil es ein Symbol war, freute sich der preußische König, es kaufen zu können. Gleichzeitig entstand in jenen Jahren beim Kirchenstaat die Angst davor, dass die bösen lutheranischen Priester den Protestantismus in der Hauptstadt des Katholizismus verbreiten würden. Die Kapelle im Untergeschoss des Palastes Caffarelli wird zum religiösen Zentrum der deutschen Protestanten in Rom. Außerdem lässt Botschafter Bunsen auch noch ein evangelisches Krankenhaus in der Nähe der Botschaft bauen. Das Problem war, dass, wenn man in Rom krank wurde, als Protestant, und man wurde in Rom schnell krank, die Luft war ungesund, das heißt, das konnte sehr schnell passieren, dass man auf Tod oder Leben erkrankte, dass man am Krankenbett oft genötigt wurde oder erpresst wurde, kann man sagen, zum katholischen Glauben überzutreten, um eine angemessene medizinische Behandlung zu erfahren. Das Krankenhaus ist größer als eigentlich notwendig. Die Freiräume nutzen neue Besucher aus Preußen, Stipendiaten, Künstler, Forscher. Allen voran Archäologen, für die Italien ein Eldorado ist. Im ganzen Mittelmeerraum wurden damals mit Hochdruck Ausgrabungen betrieben, jeder grub so vor sich hin. Und keiner wusste eigentlich, was an diesen verschiedenen Stellen alles gefunden worden war. Es gab keinen zentralen Ort, wo die Funde, die ja für sich schon dokumentiert wurden, wo diese Dokumentationen zusammengeflossen wären. Bunsen hatte diese Idee, genau einen solchen Ort zu schaffen, und zwar praktischerweise auf dem Kapitol, wo er schon wohnte. Mit preußischem Geld erwirbt der Botschafter ein zusätzliches Gebäude. Es ist seit 1827 Sitz des neu gegründeten Istituto di Corrispondenza Archeologico, heute das Deutsche Archäologische Institut. Eine große Bibliothek verschafft ideale Studienbedingungen. Preußen finanziert die Forschung und die Mitarbeiter großzügig. Kritik gibt es nur bei einem Punkt. Es mehren sich die Berichte in der deutschen Presse von Reportern, die in Rom gewesen waren, die im Institut gewesen waren und die sich darüber aufregen, dass in einem deutschen Institut Italienisch geredet wird. Und sagen, das kann doch nicht sein. Aus Berlin kommt die Order: Die offizielle Wissenschaftssprache im Archäologischen Institut muss Deutsch sein. Das kommt in Rom nicht gut an. Die Preußen werden frech, besonders einer, Wilhelm II. Der deutsche Kaiser reist 1888 nach Rom. Der junge Kaiser Wilhelm, frisch gekrönt, frisch auf dem Thron, kommt nach Rom an. Und der stellt jetzt fest, dass man in Rom eine Botschaft hat, in einem Palast, der an sich völlig anspruchslos ist und sagt, das muss alles besser werden. Wenn das römische Volk dort oben einen schneidigen Palast sieht, werden sie auf ein schneidiges Volk schließen. Das heißt, er befiehlt, die Sala Grande des Palazzo Caffarelli zu seinem Thronsaal umzubauen. Des Kaisers preußische Untertanen gestalten den großen Saal im Palazzo Caffarelli nun um, zu einem prunkvollen Festsaal. Dafür malen deutsche Künstler riesige Gemälde mit germanischen Mythen, installieren einen Thron mit Baldachin. Das ist zu viel für die Italiener. Das war ein rechtmäßig erworbenes Eigentum des Deutschen Reiches. Das hatte diplomatische Immunität. Also von staatlicher Seite her war da wenig zu machen. Das hat natürlich den Zorn der Publizistik und der öffentlichen Meinung weiter angeheizt. Warum sitzen die Deutschen eigentlich auf dem Kapitol?
Hier hat das antike Rom sein Zentrum gehabt und genau dieser Ort, da sitzen nun die Deutschen, die überhaupt überall sind, die müssten doch eigentlich da oben weg. Diese Chance kommt ein paar Jahre später, während des Ersten Weltkrieges. Deutschland und Italien sind verfeindet. Die verhassten Preußen müssen 1918 alle Immobilien auf dem Kapitol wieder rausrücken. Wilhelms protziger Thronsaal wird abgerissen. An seiner Stelle entsteht ein Aussichtspunkt, die heutige Terrazza Caffarelli. Die ehemalige lutherische Kapelle im Erdgeschoss sowie der restliche Palazzo gehören heute zu den kapitolinischen Museen. Ja, das ist der berühmte, viel beschriebene Ausblick vom Palazzo Caffarelli. Und man kann jetzt schon verstehen, warum die Preußen hier gerne hochgezogen sind von ihrem Marcellus-Theater da unten in der Stadt. Ein anderer geheimnisvoller Ort findet sich außerhalb der Altstadt. Die Villa Torlonia und ihr Park. Die prächtige Anlage gehörte einst der Bankiersfamilie Torlonia. Sie war im 18. Jahrhundert zu Reichtum und politischem Einfluss gelangt. Der letzte Herzog Torlonia hatte keine Nachkommen. Und so stellte er das Anwesen 1925 dem Diktator Mussolini zur Verfügung. Der Prinz von Torlonia, der diese riesige Villa für eine Lira im Jahr vermietete, war bekanntermaßen schwer depressiv. Vielleicht bekam er steuerliche Vorteile in Gegenleistung von Mussolini. Man weiß jedoch, dass ihn die unglaublich große Villa Torlonia nicht mehr interessierte. Der Prinz fühlte sich sicher, da Mussolini sein Gast war, und widmete sich nun seinem Studium der Fledermäuse, Eulen und der Esoterik. 10 Gebäude hatte die Adelsfamilie einst errichten lassen. Damit hatten die Banker eine standesgemäße Heimstatt. Hier wurden riesige Feste gefeiert. Prunk und Protz. Sogar mit eigenem Theater. Das war eine Villa der Nouveau Riche, derer, die eigentlich erst seit kurzem zur römischen Gesellschaft gehörte. Und man kann das natürlich auch so sehen, dass Mussolini instinktiv sich eine solche Villa nahm, die ein bisschen so das Angeberische auch hatte, was diese Villen des neuen Adels ausgemacht hatte. Als Benito Mussolini 1922 in Rom die Macht übernimmt, ist Italien noch eine parlamentarische Monarchie. Doch der neue starke Mann mobilisiert die Massen. Zielstrebig baut Mussolini das politische System zu einem totalitären Staat um und zu einer faschistischen Diktatur. Mussolini war ja der Erste. Er ist ja 10 Jahre vor Hitler an die Macht gekommen und hat das, was Hitler nachher eigentlich als Staatsideologie gedeckt hat, überhaupt erst erfunden. Also Faschismus ist ja eine italienische Erfindung, ist ja eine Erfindung der Gruppe um Mussolini. Und so ist Mussolini für Hitler zunächst noch das große Vorbild. Der Italiener ist ein enger Verbündeter. Wichtig ist, dass unsere beiden großen Völker ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse von 115 Millionen betragen, zusammenstehen in einer einzigen, unerschütterlichen Entschlossenheit. Mussolini kam eigentlich aus so ein bisschen wie Hitler aus sehr kleinbürgerlichen Verhältnissen aus der Provinz. Man kann sagen, das sind die beiden Gemeinsamkeiten. Der kleine Bürger, der Kleinstbürger aus der Provinz, der aber Großes vorhat. Und beide hatten ja nicht nur eine sehr hohe Meinung von sich selbst, sondern auch eine sehr übersteigerte Vision dessen, was ihre Länder dereinst werden könnten oder werden sollten. In der Villa Torlonia lebt Benito Mussolini mit seiner Familie von 1929 bis 1943. Das Leben in der Villa Torlonia war ein Familienleben. Es gab einen Gemüsegarten, ein Kino für die Kinder und vor allem Mussolinis Ehefrau spielte ihre Rolle als Mutter und Ehefrau sehr gut. Sie schenkte Mussolini viele Kinder und hielt sich immer zurück.
Der parkähnliche Garten der Villa Tolonia ist seit 40 Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich. Viele treiben hier gerne Sport. Auch Mussolini gibt damals gern den kernigen Sportsmann. Der Diktator als Allround-Talent. Alles Show fürs Volk. Trotz allem hatte er ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern und war weder kalt noch distanziert. Er förderte ihre Leidenschaften und Talente. Andererseits war er explosiv und voller unkontrollierbarem Autoritarismus. Und sicher hat er ihnen auch befohlen, mach dies, mach das. Auch in seiner Ehe regelt er alles nach seinen Vorgaben. In der Villa schläft Ehefrau Donna Rachele in dem einen Flügel, er selbst auf der anderen Seite. So bleibt ihm Freiraum für seine zahlreichen Affären. Eine Dauergeliebte wird Clara Petacci. Die meisten Italiener wissen von seinen Liebschaften. Die typische italienische Mentalität ist, der Mann, der eine schöne Frau abschleppt, muss gewählt werden. Er ist ein Ehebrecher? Was soll's? Er hat eine schöne Frau abgeschleppt. Das wusste Mussolini sehr gut zu nutzen und ließ immer wieder durchsickern, dass er viele Frauen hatte, jeden Tag eine andere. Aber eine Frau stand ihm sehr nahe, Claretta Petacci. Sie liebte ihn wirklich sehr. Im Juni 1940 tritt Italien an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg ein. Angeblich eilt der Duce von Sieg zu Sieg. Doch zu Hause lässt er den Weinkeller zum Luftschutzkeller umbauen. Eine Fehlkonstruktion. Diese Zuflucht stufte nicht einmal Mussolini selbst als sicher ein, da sie zu weit vom Hauptwohnsitz entfernt war. Beim Start des Sirenenalarms hätte man ins Freie gehen müssen, um den Luftschutzkeller zu erreichen. Es war auch nur ein improvisierter Unterschlupf, der in einem Tuffhügel gegraben war. Daher bot er wenig Schutz gegen die Bombenangriffe. Deshalb lässt Mussolini ab November 1942 einen zweiten Bunker direkt unter seiner Villa bauen. Dafür graben sich die Arbeiter 6,5 Meter unter die Erde. Eine steile Treppe verbindet das Haus mit dem Bunker. In seinem Tagebuch macht Mussolini später aus seiner Meinung über seine Zuflucht aus Beton kein Geheimnis. Er fühlt sich hier unten unwohl, hat das Gefühl, das unterirdische Versteck sei völlig nutzlos. Mussolini hasste es, in einem Verlies eingesperrt zu sein. Aber man muss wissen, dass er, trotz seiner autoritären und manchmal unberechenbaren Persönlichkeit, seine Kinder aufrichtig liebte und sich Sorgen um die Sicherheit seiner Frau machte. Nicht nur, weil es sein Image als italienischer Familienvater war, sondern weil er seine Kinder wirklich leidenschaftlich liebte. Daher ließ er mehrere Bunker graben, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. 4 Meter Stahlbeton umhüllen die 4 zylindrischen Arme des Bunkers. Diese Form soll bei einem Bombenangriff den besten Schutz bieten. Am 19. Juli 1943 bombardieren die Alliierten zum ersten Mal Rom. Es trifft besonders auch den Stadtteil, in dem die Villa Tolonia liegt. Mussolinis Bunker ist noch gar nicht fertig. Der Angriff fordert 3.000 Tote und 11.000 Verletzte. Es ist gut möglich, dass die Familie und diejenigen, die mit in der Villa lebten, während der ersten Bombardierungen am 19. Juli hier oder in dem anderen Luftschutzbunker untergekommen sind. Was wir wissen, ist, dass der in Stahlbeton ausgebaute zylindrische Bunker von Zivilisten genutzt wurde. Diese suchten lieber in einem nicht ganz fertigen Bunker Zuflucht, als in ihren eigenen Häusern oder schlimmer noch, in den Kellern zu bleiben. Kurz darauf endet Mussolinis Herrschaft über ganz Italien.
Nach seiner Verhaftung gaben Mussolini und seine Familie den Wohnsitz auf. Daher hatte auch niemand mehr die Absicht, den Bunker aufwendig fertigzustellen. So blieb er in dem Zustand, wie wir ihn heute sehen. Der Bunker bleibt nach Kriegsende gut erhalten. Doch die oberirdischen Gebäude der Villa Tolonia verfallen. 1978 kauft die Stadt das Anwesen und restauriert die Gebäude aufwendig. Inzwischen sind alle Villen für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Straßen Roms. Ein beliebtes Revier für Motorroller. Im dichten Verkehr der Großstadt kommt man so am schnellsten voran. Unterwegs auf dem Roller waren 1953 auch Audrey Hepburn und Gregory Peck. Für den Film Ein Herz und eine Krone. Der Hollywood-Klassiker macht die Stadt zum Sehnsuchtsort. Für viele Stars führt der Weg nun hierher. Ingrid Bergman und Marlon Brando sind nur einige, die hier arbeiten. Auf einmal wird Rom selbst Kulisse. Wird Rom selbst zum Ort, wo die Filme gedreht werden. Und das ist eigentlich ein Trend, der sich dann im italienischen Kino nach 1945 eigentlich weiter durchsetzt, dass man Rom als Kulisse entdeckt. Die Vororte von Rom, die gerade neu gebaut werden, das Zentrum aber auch. Und Cinecittà war damals der Ort, wo man Filme mit großen Kulissen drehen konnte, die man sonst eigentlich nur in Hollywood drehen konnte. 9 Kilometer südöstlich vom Zentrum hat sich Italien eine eigene Fabrik der Träume erschaffen. Cinecittà, zu Deutsch die Kinostadt. Produktionsort von Leinwandklassikern wie Ben-Hur, Quo Vadis oder Cleopatra. Die Kulissen der großen Sandalenfilme nutzen später auch erfolgreiche TV-Serien. Das nachgebaute antike Rom. Es scheint alles echt zu sein, ist es aber nicht. Rom aus Styropor, Holz und Gips. Am wichtigsten ist das Theater 5, nicht nur, weil es von Fellini und den berühmtesten Produktionen genutzt wurde, sondern auch, weil es noch heute das größte Bühnenstudio Europas ist. Das Theater 5 ist eins von 19 Bühnenstudios der Kinostadt. Italiens berühmtester Regisseur Federico Fellini dreht hier fast alle seine Filme. Für La Dolce Vita lässt er hier die Via Veneto nachbauen, die berühmte Flaniermeile der Reichen und Schönen. Weil die Drehs in den großen Studios in Los Angeles sehr teuer sind, kommen viele US-Produzenten und Regisseure nach Rom und verhelfen den Studios in den 50er und 60er Jahren zu nie dagewesener Blüte. Hollywood am Tiber heißt es. Cinecittà war eine riesige Investition. Da ging es nicht nur um die Bauwerke, die Bühnenstudios, die Größe des Geländes, die Menge an Komparsen, die engagiert wurden, sondern generell um eine hochwertige technische Ausstattung. Es war eine Investition, von der Rom immer noch profitiert. Cinecittà versorgte damals ganz Südostrom. Die Statisten blieben tagelang, aßen, wurden gut bezahlt. Einige kamen vom Land, schon als Römer verkleidet. Für Besucher nicht zugänglich, das riesige Requisitenlager. Seitdem die Kinostadt 1937 ihre Arbeit aufgenommen hat, bleiben Requisiten von den Dreharbeiten hier erhalten. Die Faschisten unter Diktator Mussolini fördern die Studios. Sie sehen Filme als wichtiges Propagandamedium. Nach Kriegsende sind italienische Komödien wie Don Camillo und Peppone erfolgreich, ebenso wie berühmte Monumentalfilme. Die Filmindustrie schafft Arbeit. Sehr wichtig waren die Handwerksmeister, die kleinen Tischlereien und Werkstätten. Sie leisten Arbeiten für Cinecittà und haben sich so hochprofessionell entwickelt, dass der Ort bis heute ebenfalls für seine außerordentlichen Handwerksarbeiten immer noch sehr bekannt ist. Ein weitgehend unbekanntes Kapitel schreibt Cinecittà in den letzten Kriegsjahren. Nach den verheerenden Bombenangriffen durch die Alliierten im Sommer 1943 liegen Teile der Stadt in Trümmern. In Cinecittà finden zunächst Ausgebombte Unterkunft. Nach Kriegsende auch Vertriebene und ausländische Flüchtlinge.
Die meisten Kriegsvertriebenen werden im Studio 5 aufgenommen. Es war das größte und einzige Studio in Cinecittà, das bestehen blieb. Es wirkt wie ein großes Dorf, das eine Chance auf Erholung, auf Ruhe und wiedererwachtes Leben bietet. Dieses Phänomen wurde in jenen Jahren in einer Dokumentation namens Menschheit von Jack Salvatori festgehalten. Der Film spielt im selben Auffanglager und erzählt von einem Arzt, der sich um die Betroffenen kümmert. Das Besondere, die Flüchtlinge wurden selber zu Darstellern und spielten im Film mit. Heute ist Cinecittà meist Bühne für TV-Formate, Seifenopern oder die italienische Version von Big Brother. Was Cinecittà auszeichnet, ist die Möglichkeit, jenen, die hier drehen wollen, nicht nur sehr hochwertige Bühnenstudios anzubieten, sondern auch hochqualifizierte Handwerker. Die können heute jeden Traum erfüllen, speziell zugeschnitten für jeden Regisseur, der hier arbeiten will. Die Kinokulissen liegen am Stadtrand. Täuschend echt erinnern sie an das alte Rom. Wer echte Ruinen sucht, muss zurück ins Stadtzentrum. Die Porta Maggiore, ein römisches Stadttor. Riesige Ruinen eines Aquädukts sowie ein Teil der antiken Stadtmauer schmücken hier eine eher heruntergekommene Ecke Roms. Durch eine unscheinbare Tür geht die Archäologin Anna De Santis regelmäßig 9 Meter hinab zu einem Ort, der die Wissenschaftler bis heute vor Rätsel stellt. Bauarbeiter fanden hier einen riesigen antiken Saal, tief unter dem Straßenniveau. Dieser Raum sollte von Anfang an als unterirdischer Raum gedacht sein. Das weckt natürlich Assoziationen. Wieso geht man unter die Erde? Warum scheut man das Licht? Was will man da unten treiben? Dieser Frage gehen Archäologen wie Anna De Santis seit der Entdeckung des unterirdischen Gewölbes nach. Vieles deutet darauf hin, es ist ein Ort des Glaubens. Die Stuckreliefs mit Bildern der antiken Mythologie an der Decke des Gewölbes führen zurück in die Zeit, als Rom auf dem Höhepunkt seiner Macht steht. Die römischen Heere haben halb Europa erobert. Eigentlich sind die siegreichen Römer tolerant, was fremde Religionen angeht. Wir sind ja in der frühaugusteischen Ära, als diese Anlage geschaffen wurde, wo man ja neben Staatskulten eine große Vielzahl an privaten, halbprivaten Kulten hatte, auch exotische, orientalische Kulte. Da war eigentlich ein fröhliches Mischmasch von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Religionen. Doch manche praktizieren ihren Glauben damals in Privathäusern oder in unterirdischen Räumen, also im Verborgenen, aus gutem Grund. Die Römer befürchteten, dass religiöser Fanatismus ein Antrieb für Aufstände gegen die politische Macht werden könnte. Wir denken an Ketzerei als etwas, das im Mittelalter verfolgt und gefürchtet wurde. Aber bereits im römischen Gesetz stand damals, wer einen Zauberspruch spricht, muss getötet werden. Angst vor Hexen hat es immer gegeben. Die politische Macht in Rom hat sie auf jeden Fall gefürchtet. Ist der unterirdische Saal also ein geheimer Kultort? Oder handelt es sich eher um ein nobles Familiengrab? Sicher ist, dass das Bauwerk einer Adelsfamilie gehörte. Oberhaupt Titus Statilius Taurus, ein Konsul, lässt es im Jahr 11 nach Christus bauen. Die Architektur entspricht dem Bautyp einer Basilika. Ein Hauptschiff, 2 Seitenschiffe. Nur über ein Fenster im Vorraum gelangt Sonnenlicht hinein. Sie ist als Bauwerk sehr bemerkenswert, schon in technischer Hinsicht. Die stützenden Wände und Säulen wurden mit Opus Cementitium
in Formen gegossen, die man aus der Erde dafür ausgeschachtet hatte. Das heißt, man hat den Erdboden dafür hergenommen, um die architektonischen Formen zu gießen, das Gewölbe drüber zu bauen, und als das dann fertig war, hat man einfach die Erde rausgeholt. Heute wissen wir, die Basilika war ein privater Kultort. Und das wurde dem Konsul Taurus und seiner Familie zum Verhängnis. Seine Gärten bei der heutigen Porta Maggiore weckten den Neid von Agrippina, der Mutter Neros. Sie nutzt ihre Verbindungen, um Taurus wegen seines Glaubens in Misskredit zu bringen. Die Basilika wurde für Mysterienkulte genutzt, für einen neopythagorischen Kult. Die Anhänger dieser religiösen Doktrin glaubten an eine gewisse Gleichheit der Menschen und nicht an die Göttlichkeit des Kaisers. Deshalb lehnte die kaiserliche Familie diesen Kult ab. Als Taurus deswegen eine Verurteilung droht, wählt er den Freitod. Damit endet auch die Nutzung der unterirdischen Basilika. Die Anlage scheint schon relativ bald nach ihrer Erbauung wieder aufgegeben worden zu sein, als Teil eines Privatbesitzes. Erde ist eingebrochen, und so dass sie nur ein knappes Jahrhundert eigentlich in Betrieb gewesen ist und ansonsten fast 2000 Jahre unter dem römischen Boden da vor sich hingedämmert hatte. Das Raumklima muss heute konstant kühl und feucht bleiben, damit die Stuckreliefs erhalten bleiben. Deshalb dürfen nur kleine Gruppen nach Anmeldung diesen geheimnisvollen Ort Roms besuchen. Eine ganz eigene Welt voller Geheimnisse ist der Vatikan. Ein eigener Staat, mitten in Rom gelegen. Und dieser Ministaat betreibt seinen eigenen Auslandsfunk. Radio Vatikan hat seinen Sitz außerhalb des Vatikans, in der Nähe der Engelsburg. Es sendet seit 1931. Amici radioascoltatori, ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente a Roberta. Seit 2017 heißt der Sender Vatikan News, verbreitet über das Internet und Radio. Die göttlichen Botschaften sind geblieben. Radio Vatikan war natürlich von Anfang auch ein Instrument, um die Gläubigen auf aller Welt nicht nur neu zu gewinnen und zusammenzuhalten, sondern natürlich auch ein bisschen auf Vatikanlinie zu halten. Im Februar 1931 geht der katholische Auslandsfunk auf Sendung. Als Stimme des Papstes. Das erste Signal, ein Morsecode. Pius XI. War ziemlich avantgarde in der Sache. Er hat begriffen, dass ein moderner Papst, und als solcher hat er sich selbst gerne verstanden, ein moderner Papst braucht so ein modernes Medium wie das Radio. Das Radio war gerade erst erfunden worden von einem Italiener, Guglielmo Marconi. Pius XI. Hat sich den Guglielmo Marconi in den Stadt geholt und gesagt, so, und du baust mir jetzt hier ein Radio. Und es war eigentlich, wenn ich nicht irre, der zweite Radiosender überhaupt, der heute noch besteht und funkt, zusammen mit der BBC. 1962 wird Radio Vatikan zu einem Akteur während der Kuba-Krise. Der kubanische Diktator Castro und der sowjetische Regierungschef Khrushchev wollen auf der Karibikinsel Atomraketen stationieren. US-Präsident Kennedy verkündet eine Seeblockade. Ein Friedensappell von Papst Johannes dem 23. an Washington und Moskau wird über Radio Vatikan öffentlich gemacht. Khrushchev reagiert und bietet eine politische Lösung an. Auch die katholischen Kennedys haben ein offenes Ohr für die Signale aus Rom. Der Papst ist ja immer politisch. Eine reine geistliche Aufgabe des Papstes, das ist Utopie. Das hat es nie gegeben und das wird es wahrscheinlich nie geben. Weil wenn man zu den Massen auf der Welt spricht, das ist immer politisch. 30 Millionen Euro gibt der Vatikan jährlich für seinen Auslandsfunk aus, um seine Botschaften vielsprachig um die Welt zu schicken. Dass Vatikan News sein Programm heute auch in exotischen Sprachen ausstrahlt, hat einen ganz einfachen Grund. So erreicht die Kirche Menschen, die sie vorher nicht erreichte. Und es gelingt ihnen leichter, dort Priester zu rekrutieren. Una Idaatul Vatikan. Hier ist Radio Vatikan. Hier ist Radio Vatikan.
Es gibt auch eine deutsche Redaktion, die jeden Tag eine Sendung produziert. Wir senden ja in über 40 Sprachen. Das heißt, wir sind ein sehr internationales Team hier. Die Zusammenarbeit läuft gut zwischen den einzelnen Redaktionen. Wir sprechen miteinander auf Italienisch. Das ist hier die Arbeitssprache auch im Vatikan. Das heißt also, ich spreche auch mit meinen chinesischen Kollegen zum Beispiel auf Italienisch. Die Redakteure müssen immer dann in den Vatikan, wenn der Heilige Vater selbst zur Welt spricht. Auch Gudrun Seiler folgt seinem Ruf. Ja, hier sind also diese Übertragungskabinen von Radio Vatikan. Da machen wir die Übertragungen von allem, was der Papst macht, Angelus, Papstmessen und so weiter. Und das ist wirklich ein Winkel vom Petersdom, wo nur ganz wenige Leute hinkommen. Vielleicht auch nicht ganz so hübsch wie der Rest vom Petersdom. Bei Live-Sendungen sind journalistisches Können und Sprachbegabung gefragt. Vor allem die Übersetzer müssen wissen, dass Papst Franziskus immer wieder für eine Überraschung gut ist. Man muss ja dafür sorgen, dass das, was der Papst sagt, wirklich korrekt in meiner Sprache dann weiter transportiert wird. Und das ist dann schon irgendwie mit großer Anspannung oder größerer Anspannung verbunden, wenn der Papst freispricht. Wenn er einfach seinen Text vorliest, seine Predigt hält, die man vorher übersetzt hat, dann ist das nicht weiter ein Problem. Aber Vorsicht, die roten Lampen gehen an, wenn er anfängt frei zu sprechen. Die Mitarbeiter von Vatikan News müssen katholisch sein. Sie brauchen zudem ein Empfehlungsschreiben von einem Geistlichen, am besten von einem Kardinal. Alle Leute, die für den Papst arbeiten, legen einen Diensteid ab, wenn sie ihren festen Vertrag unterschreiben. Und da verspricht man eben, nicht Dinge auszuplaudern, die geheim sind. Und man verspricht Loyalität dem Papst. Ich finde, das ist eigentlich das Mindeste, was so ein Dienstgeber von seinen Leuten verlangen kann. Feierabend im Vatikan. Ich glaube schon, dass die Menschen, die hier arbeiten, so wie ich, sich darüber im Klaren sind, dass es ein besonderer Ort ist. Nicht irgendein Ort von irgendeinem Regierungschef oder einer Königin, sondern das ist der Ort, an dem der heilige Apostel Petrus begraben ist. Man geht hier durch, man sieht das, man hat ein bisschen Ehrfurcht und Respekt und weiß aber gleichzeitig, man geht zur Arbeit. Rom, eine Stadt mit langer Geschichte. Mit Orten, die viel von dieser Geschichte erzählen. Abends ist man müde und erschöpft vom Schauen und Staunen, sagte schon der Romreisende Goethe. Und das ist noch heute so, wenn man sich in Rom auf die Suche nach geheimnisvollen Orten macht.